neue Einkauf aktuell gibt es heute und eine neue TV-Woche beginnt und jetzt wieder die Höhepunkte, nämlich die Primetime des Programms vom heutigen 19. Januar. Die ARD zeigt den Star-Biathlon mit Jörg Pilawa, mit Eva Habermann, Rosi Mittermeier, Christian Neureuther und anderen. 12 Prominente und 6 Biathlon-Legenden kämpfen um die Pokale in Einzel- und Staffelwettbewerben. Anschließend um 22:15 die Tagesthemen, danach das Wort zum Sonntag und danach ein Film. 3 von 3 Sternen bekommt er, nämlich James Bond 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät, ein Agentenfilm aus dem Jahre 1969. Das ZDF zeigt ein starkes Team, ein Krimi aus dem Jahre 2008. Hungrige Seelen. Markus Imboden führt Regie und die Geschichte. Eine Studentin wurde erschlagen, sie besuchte regelmäßig Speed-Datings. Verena und Otto erkunden das Leben der Frau. Um 21.45 Uhr das Heute-Journal, anschließend das Wetter und um 22 Uhr Boxen live im Zweiten. Der NDR zeigt Schöne Aussicht, eine Heimatkomödie aus dem Jahre 2007. Anna Wiegand, Leiterin der Grundschule eines Schwarzwalddorfes, eckt mit ihren Methoden an. Als sie sich sogar Graf von Schönberg anlegt, wird es kritisch. So, anschließend Nora Roberts, Lilien im Sommerwind aus den USA 2007 und um 23.15 Uhr Das Mädchen und der Rapper, ein Musikdrama aus Finnland. RTL zeigt Lara Croft, Tomb Raider, die Wiege des Lebens, ein Fantasy-Abenteuer. Das heute der Einkauf aktuell Tipp ist, 2 von 3 Sternen erhält in der Bewertung. Erstbösewicht Jonathan Rice will die sagenumwobene Büchse der Pandora als Waffe gegen die Menschheit verwenden. Lara Croft versucht, die Welt zu retten. Mit Angelina Jolie. Um 22.30 Uhr dann Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Live aus dem australischen Dschungel. Eine Doku-Soap. Und der Sat.1 zeigt um 20.15 Uhr Mäusejagd, eine Komödie aus dem Jahre 1997. Die Brüder Ernie und Lars wollen schnellstens ihr geerbtes altes Haus verkaufen. Dabei stoßen sie auf den Widerstand einer Maus, die ihr Domizil nicht verlassen will. Um 22.15 Uhr dann genial daneben die Comedy Arena Rateshow mit Hugo Egon Balder. Und Pro7 zeigt Schlag den Raab, eine Show mit Stefan Raab, Moderation Matthias Obdenhövel. Die beiden Entertainer erhielten für ihre Show den Deutschen Fernsehpreis 2007. Wer Stefan Raab im Zweikampf bezwingt, der kann bis zu 500.000 Euro gewinnen. Um 0.15 Uhr dann eine Free-TV-Premiere, Friday After Next, eine Krimikomödie aus den USA 2002 mit Ice Cube unter anderem. RTL 2 zeigt Arachnophobia, eine Horrorkomödie mit Jeff Daniels und danach Band of Brothers, Wir waren Brüder, ein 10-teiliges Doku-Drama. Kabel 1 zeigt Airborne, Flügel aus Stahl, ein Actionfilm mit Nicolas Cage. Danach Rocky 5, der Boxerfilm aus dem Jahr 1990 mit Sylvester Stallone. Vox zeigt Kevin allein in New York, eine Familienkomödie. Kevin steigt ins Flugzeug nach New York, während seine Familie nach Florida fliegt. Zum Glück hat er die Kreditkarte seines Vaters dabei. Arte zeigt Katharina die Große, ein Dokudrama. Und zum Schluss Super RTL zeigt SpongeBob, die Superfrauchen im Einsatz für 4 Pfoten, dann um 20.15 Uhr. Und um 22.10 Uhr, hör mal, wer da hämmert, eine Comedy-Serie. Und die Folge am heutigen Samstag heißt Schlängeleien. Das war's. Gute Unterhaltung damit und bis morgen.